What's going on, Elvener-Freunde? Hier ist Miri von fettspielen.de und heute begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play. Und wir müssen natürlich erstmal wieder hier die ganzen Steuern einsammeln und Marmor und Ressourcen und was es hier nicht alles einzusammeln gibt. Richtig cool, also da ging es richtig ab in der Zwischenzeit, wo ich abwesend war. Und ja, wenn ihr mal Elvener spielen möchtet, findet den Link dazu in der Videobeschreibung, in der Anmerkung und in der Infokarte. Und wir gucken jetzt erstmal, was wir hier machen können. Erstmal die Wissenspunkte einlösen. Ja, das machen wir zuerst. So, verbesserter Kundschafter. Zack. Yeah. Freigeschaltet. Und jetzt fehlen uns aber 110 Holz, fehlt uns 150 Marmor und 3000 Ressourcen. Wie viele Ressourcen haben wir denn? Oh, da sind wir kurz davor. Wollen wir das einfach mit Juwelen freischalten? Ich bin dafür. Ja, machen wir. Zack. Glückwunsch, du hast verbesserter Kundschafter freigeschaltet. Wir sind jetzt ein verbesserter Kundschafter. Diese leichtfüßigen und erfahrenen Spieler verringern die Kosten für die Erkundung neuer Provinzen. Sehr cool. Verringerung der Kundschafterkosten. Genau. Von 100% auf 75. Und was wollen wir denn als nächstes freischalten? Verbesserte Kaserne oder verbessertes Wohngebäude? Machen wir mal verbessertes Wohngebäude. Wir haben ja noch 4 Wissenspunkte, die wir gleich einlösen können. Zack. Und wir haben Quests abgeschlossen. 7500 Gold bekommen wir. Vergiss deine Truppen nicht. Es fühlt sich immer gut an, eine starke Armee hinter sich zu wissen. Trainiere 30 Einheiten. Haben wir abgeschlossen? Das sind gute Männer. Sie stehen jederzeit für dich bereit. 7500 Gold ergab das. Sehr cool. Ich bin wahrlich stolz auf unsere Errungenschaften. Mit dem Wissen aus entfernten Ecken Elvenars erreichen wir noch mehr. Beeilt euch, mein Lord. Erforsche die verbesserten Kundschaften. Das haben wir auch gerade gemacht. Als Belohnung gibt es dafür 250 Marmor, 250 Stein und 250 Holz. Wunderbar ist, wunderbar. Es ist, als hättest du die 7-Meilen-Stiefel gefunden. Wir haben eine neue Zivilisationsstufe erreicht. Welche Forschungsmöglichkeiten uns nun offen stehen? Oh, das Wissen der Elvener wird uns zu wahrer Größe verhelfen. Zum Fortfahren klicken. Großartig. So, was haben wir denn hier? Erwirtschafte 100 Marmor. Haben wir auch schon 20.000. Wow. Vergiss nicht, dass du dein Marmor auf dem Markt gegen Stahl und Holz eintauschen kannst. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank für die Info. Löse eine Begegnung in einer Marmorprovinz. Löse eine Begegnung in einer Holzprovinz. Wir haben eine neue Zivilisationsstufe. Schließe eine Begegnung ab. Okay, also, was war das andere hier nochmal? Einmal Holz und einmal Marmor, ne? Dann gehen wir raus in die Provinz. Das machen wir doch sofort. Yeah, die Provinz wartet auf uns. So, Holz, Marmor. So, da muss ich jetzt natürlich erstmal erkunden, ne? Das ist ein bisschen doof. Haben wir noch irgendwo? Hier ist auf jeden Fall eins, das können wir erkunden. Und, seht ihr irgendwo Holz? Ich sehe kein Holz. Mist! Das habe ich schon alles erkundet. Okay, machen wir das mal schneller. Zack. Und da werden wir jetzt einmal kämpfen. Zack. Zack. Kämpfen. Mal gucken, ob wir es schaffen heute. Im ersten Kampf des Tages. Ob wir sie besiegen, die Gegner, ob wir sie platt machen und uns ein Relikt holen können. Das wäre natürlich echt bombastisch. Ja, yeah. So, da können wir schon den ersten angreifen. Jetzt geht's rund. Kommt mir näher. Rückt näher. Kamerad. Oh, oh, oh. Achtung. So, dann will ich jetzt erstmal. Geht das? Kann ich den schon angreifen? Nee, kann ich nicht angreifen. Dann greife ich einmal den an. Zack. Oh, die sind ja zu dritt. Vielleicht hätte ich doch noch einen Kämpfer mitnehmen müssen. Ah! War vielleicht ein bisschen blöd von mir. Ja, die sind nämlich ziemlich stark. Oh, ich glaube, das könnte eine Niederlage werden. Ja, und der macht jetzt den platt. Achtung. Zack, war klar. Ja, die sind zwar nicht so stark, aber ja. Aber doch irgendwie schon. So, aber ich verschwinde jetzt erstmal nach hier hinten, dass ich nämlich den hier noch angreifen kann. Ach so, jetzt konnte ich gar nicht angreifen. Wenn ich zurückgehe, kann ich nicht angreifen, oder was? Weil ich wollte nämlich nicht, dass er mich im Nahkampf angreift. Ja, ich bin gleich, ist gleich meine Niederlage. Achtung, ja. Zack, boom, da liege ich. Mist. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Aber gut. Gehen wir zurück in die Heimat. Da bin ich sicher. Da kennen mich alle in meiner Stadt. Heißt ja auch Miri City. So. Und dann starten wir neue Produktion, würde ich vorschlagen. Wir haben keine Ressourcen mehr. What? Wo sind meine ganzen Ressourcen hin? Was geht denn da? Habe ich die gerade alle zum Fenster rausgeschmissen? Ich kann nichts mehr machen.
Schnappatmung, Schnappatmung. Wo sind meine ganzen Ressourcen hin? Habe ich die gerade alle verloren? Oh nein, das war ja doof. Okay, egal. Och Mann, und starte ich... So kann es natürlich auch gehen, seht ihr ja. Starte ich hier erstmal ein neues Paar Produktionen. Das kann ich auch nicht ausbauen, da geht gar nichts. Meine ganzen Ressourcen sind weg. Oh mein Gott. Und hier auch nicht. Boah, was für ein Mist. Was habe ich denn gemacht? Ich kann nicht mal was ausbilden. Alle weg. Alle weg. Habe ich die gerade verloren? Ausbau. So, können wir noch was machen? Ausbau. Können wir noch was machen? Produzieren. Hier produzieren. Und da produzieren. Und hier produzieren. Und dort nicht produzieren. Ja, okay, da können wir wenigstens noch etwas machen. Das ist doch gut. So, jetzt gucken wir mal hier, was haben wir da? Meldungen. Spielerrassel hat dein Hauptgebäude ein paar Münzen gespendet. Vielen Dank dafür. Und hier gibt es auch wieder schon einige Richtungen. Benachrichtigung meinte ich natürlich. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich keine Ressourcen mehr habe. Kann ich jetzt tauschen? Kann ich gegen Gold tauschen? Geht das? Ich habe halt nichts, ne? Doch, hier. Ich habe keine Ressourcen. Kosten. Das will ich mal handeln, so. Ah ja, ich kann das jetzt kaufen. So. Das ist doch mal gut. Geht da jetzt was? Sag bitte ja. Nein. Achso, das hat ja gar nicht so gebracht. Das war irgendwie nur doof von mir. Aber wir können vielleicht noch was bauen. Bauen wir mal was. Kann man noch was bauen? Magische Kluft. Guckt euch das und diese doch heiß aus. Die magische Kluft. Kann man die drehen? Kann ich die drehen? Ui. Naja, wenigstens können wir noch ein bisschen was bauen. Warum kann ich die nicht drehen? Verkaufen? Drehen. Kann man nicht drehen, oder was? Okay. Dann will ich die hier jetzt hinhaben. So, hier sind nämlich so ein bisschen meine Kulturgegenstände. Guckt euch das an. Das ist auch eben schon ganz schön gestiegen. Mein Kulturbonus. Und das ist jetzt meine magische Kluft. Ups, das war falsch. Zurück. Zurück, bitte. So, können wir da noch was anderes bauen? Wohngebäude. Wir bauen noch Wohngebäude. Zack. Und wir brauchen Weg natürlich. Weg. Trampelfahrt. Zack. Ach, wir haben doch da unten noch Weg. Bin ich doof. Kann ich doch verschieben. Doch viel schlauer und schöner. So, dann kommt der dahin. Und der andere Weg auch hier hin. Und der kommt dahin und der kommt dahin. So, so sieht es auch gleich viel schöner aus, oder? Was meint ihr? Ja, finde ich auch. Stimme euch voll und ganz zu. Und vielleicht können wir hier was ausbauen? Nee. Uns fehlen einfach Ressourcen, das gibt es nicht. Ich bin pleite. Pleite. Was machen wir denn jetzt? I don't know. In der Kaserne können wir nichts machen. Uns fehlen einfach... Wo sind jetzt meine ganzen Ressourcen hin? Ich check's nicht. Die sind bestimmt alle weg. Okay, wir gehen raus. Nee, wir gehen nicht in die Provinz, oder? Gehen wir in die Provinz? Ja doch, wir gehen in die Provinz. Wir gehen in die Provinz, nachdem ich jetzt meine Kluft gebaut habe. Wie hieß die eigentlich nochmal? Ich fand die so schön. Sah so cool aus. Eine magische Kluft. Ja, da mache ich jetzt ganz viel Magie. Und wir werden jetzt die Nachbarn besuchen und da auch ganz viel Magie machen. Jessie 1602 werden wir mal ein paar Münzen spenden. Das kommt uns ja auch immer zugute. Ups, jetzt habe ich mal wieder auf den falschen Button geklickt. Das passiert jedes Mal. Cinderella. Ja, mal Cinderella. Zack. Und wieder auf den falschen Button gedrückt. Also man sollte immer auf die Provinz klicken, wenn man seine Nachbarn weiterhin besuchen möchte und nicht nach Hause möchte. Ne? Logisch. Zack. Und wieder zurück in die Provinz. Und dann gucken wir mal, wie wir noch so besuchen können. Und zwar können wir Lisa Anna Kati S.O.S. heißt das, glaube ich, oder? Ist das ihr Name? Ihr können wir gar nicht helfen, doch. Ja, du besuchst Luminiana. Hieß ihre Stadt Salhi. Salhi. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Zurück. Ja, dann geht es zu Altersberger. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen helfen. Und wieder raus. Und mich fällt gerade ein, wir können vielleicht... Das ist noch alles gesperrt.
Das hier können wir schon mal in der Zwischenzeit erkunden. Können wir vielleicht noch was erkunden? Ach so, weil er gerade beschäftigt ist, geht das nicht. Okay, genau, das können wir in der Zwischenzeit einfach mal erkunden lassen. Spart man sich ein bisschen Zeit und Geld. So. Rimon Adam heißt er. So, Lady JP. Halt ich an wie so eine Rapperin oder so. Hey, ich bin Lady JP. Lady JP in the house. Check it out. Ja. Dennis. Dennis. Hallo, Dennis. Ups. Ich wollte keine Nachricht senden, sondern dir ein paar Münzen spenden. Das hat sich gerade gerimt. Steven. Ja. Yeah. Here I am. Rock me like a hurricane. Misu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und irgendjemand haben wir da vorhin neu freigeschaltet, ne? Wo ich erkundet habe. Das ist hier. Carrie. Yeah. Mal gucken, wie es bei dem so aussieht. Wow. Krass. Was für eine City. Guckt euch das an. Zack. Und hier haben viele meiner Nachbarn sind Elfen, ne? Da ist eigentlich... War überhaupt schon jemand ein Mensch? Ich glaube nicht. Doch, hier. Hans Leberbus ist auch ein Mensch. Hätte mich auch gewundert bei dem Namen, wenn er dann ein Elf oder so wäre. Achso, da können wir jetzt gar nicht mehr helfen. Da sieht, läuft dann immer die Zeit, seht ihr ja, ne? So, können wir noch irgendwo helfen? Habe ich was vergessen? Da, ah, hier doch. Lisa. Aber da war ich doch schon, ne? Da hat das doch vorhin nicht funktioniert. Genau, da hat es nicht funktioniert. Okay. Dann geht's zurück in die City. Wir sammeln noch ein bisschen Münzen, Steuern ein. So, hier. Come on. Zack, 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 zack. Aber wir können leider wirklich hier nichts mehr machen. Ich bin pleite. Naja, gut. Aber Hauptsache, ich habe meine magische Kluft hier hingebaut. Und ihr wart dabei, als ich sie gebaut habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich Elvena spiele. Und vielleicht meldet ihr euch ja auch mal an. Das Ganze ist kostenlos und von InnoGames. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, in der Infokarte und in der Anmerkung von diesem Let's Play-Video. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch registrieren, euch anmelden und dann könnt ihr direkt kostenlos in Elvena starten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Tschüss, eure Miri.